Kennt ihr diese mega geilen Jaffa Cakes? Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Oder Jaffa Cakes, die es immer beim Aldi früher gab. Also ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber als Kind war das mein absolutes Lieblingsgebäck. Wenn meine Mutter diese Jaffa oder Jaffa Cakes gebracht hatte, war ich immer hin und weg. Für die, die nicht wissen, was Jaffa Cakes sind, das sind so, ja, Jaffa Cakes, die muss man einfach kennen. Nee, das sind also so runde, kleine, plätzchenartige Kekse. Die haben innen drinnen eine orange Marmeladenfüllung, oben so eine Mandelmehlartigen Überguss und unten Schokolade, Kuvertüre, und die schmecken für mich wie Himmel auf Erden. Und ich habe dann vor ein paar Jahren ein mega cooles Kuchenrezept ausprobiert, was ich heute mit dir teilen werde. Und zwar, das ist ein glutenfreier Orangenkuchen mit ganz viel Mandeln. Und als ich den probiert habe zum ersten Mal, dachte ich mir, der schmeckt genauso, fast noch geiler, wie diese Jaffa Cake aus meiner Kindheit. Und dieser Kuchen ist natürlich super healthy und alles, aber vom Geschmack her, wie dieser mega leckere, wie dieses Cheat Food aus meiner Kindheit, die Jaffa Cakes. Deshalb heute ein sehr gesundes Rezept, was nach was sehr, sehr Ungesundem schmeckt, aber insgesamt total geil ist. Also ich kann es euch nur mal empfehlen, es auszuprobieren. Ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Für diesen selbstgemachten glutenfreien Orangenkuchen braucht ihr wirklich nur ein paar ganz wenige Zutaten. Ich habe hier einmal 5 große Eier, dann ein bisschen Backpulver, 250 Gramm Mandeln. Die werden wir dann gleich einfach in einem Mixer zu Mandelmehl mahlen. Da müsst ihr nicht extra teures Mandelmehl kaufen. Dann eine halbe Tasse, ich habe jetzt Kokosblütenzucker, weil ich mag diesen leicht karamelligen Geschmack noch, aber ihr könnt eine halbe Tasse von irgendeinem anderen Süßstoff eurer Wahl verwenden, ob Agave, Sirup, Honig oder auch Haushaltszucker, wie ihr da gerade lustig seid. Falls ihr auch eure Sachen sehr süß mögt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr Zucker oder Süße verwenden. Ich mache halt meine Rezepte mit eher weniger Zucker, weil mir das schon reicht. Und dann habe ich hier noch 5 kleine Orangen. Eigentlich benutze ich immer 2 große, aber ich habe keine Ahnung, warum im Supermarkt nur so richtig kleine Orangen da waren. Das heißt, orientiert euch einfach an 2 großen Orangen. Falls die ein bisschen kleiner ausfallen, dann einfach, ja, aufstocken dementsprechend. Ich habe jetzt halt deshalb 5 kleine genommen. Ansonsten einfach 2 so ganz normal große Orangen. Genau, und das sind schon alles eure Zutaten, die ihr brauchen werdet. So, Schritt Nummer 1. Ihr packt eure Orangen in einen Topf mit Wasser und lässt das Ganze für 15 Minuten im Topf kochen. Und währenddessen pürieren wir einfach die Mandeln zu einem Mandelmehl im Mixer. Ich schrecke sie immer noch ganz gern mit kaltem Wasser gleich mal ab, nachdem sie 15 Minuten gekocht haben, damit wir nicht warten müssen, bis sie abkühlen, sondern gleich weiterarbeiten können. Was wir jetzt halt machen, wir schneiden die in kleine Stücke und hauen sie in den Mixer und machen daraus so eine Orangenpaste. Schon der allerletzte Schritt. Wir müssen alles nur noch zusammen vermixen und dann haben wir es schon geschafft. Hier haben wir das frische Mandelmehl und da rein tun wir jetzt einfach unser Orangenmus, die Eier, das Backpulver und den Zucker. So sieht übrigens unser Orangenmus aus. Es sieht mega geil aus. Ihr könnt natürlich auch das bisschen weniger fein vermixen, dann habt ihr mehr Orangenstücke. So mache ich das immer, weil ich ganz gerne noch ein paar Orangenstückchen von der Haut einfach im Kuchen drin habe. Das gibt nämlich dem Ganzen nochmal ein extra Aroma, aber da gibt es keine Regel, wie fein das sein muss. Wie ihr halt von der Konsistenz ganz gut findet, dass es breiig ist und es können ruhig ein paar Stückchen drinnen sein von der Schale. Das macht es, finde ich, nur noch leckerer. Thank you.
nachdem der jetzt schön ausgestrichen und durchgemixt ist, stellen wir ihn für 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad unter Oberhitze in den Ofen und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. So, und das ist der fertige Kuchen. Er sieht jetzt optisch vielleicht nicht so wunderschön aus. Man kann ihn auf jeden Fall mit einer Kuvertüre noch bedecken oder irgendeine Sahne dazu servieren. Aber er schmeckt wirklich, hoppla, er schmeckt wirklich super, super lecker. Und wenn ihr halt eben das nicht so bitter haben wollt von der Orange, dann einfach die Orange noch ein bisschen länger im heißen Wasser sieden lassen. Dann geht mehr von diesem Orangengeschmack weg. Aber ansonsten, ich habe wie gesagt alle Infoangaben und Mengenangaben für euch wieder unten in der Infobox. Und da könnt ihr nochmal alles nochmal genau nachlesen, wie es nochmal ist mit den Verhältnissen, dass der auch wirklich gut gelingt. Und ja. Ich gönne mir da jetzt halt ein Stückchen von. Und guten Appetit! So, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Lasst mich wissen, ob es für euch auch nach Jaffa oder Jaffa Cakes schmeckt oder ich da die Einzige bin. Und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo von dir. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Und dann sehen wir uns wieder hoffentlich nächste Woche Dienstag. Bin ich wieder da mit einem neuen Video. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Tschüss!